Ich bin sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, Ihnen das Projekt reglis.de hier vorzustellen. Sie werden von mir nicht viel Ergebnisse hier kriegen aus dem Projekt, weil das Projekt noch läuft und da noch gar nicht so viele Ergebnisse vorliegen. Was Sie von mir bekommen, sind Fragen und Diskussionsanregungen, und ich hoffe, dass Sie mit uns, nicht nur mir persönlich, sondern uns allen im Projekt, in eine Diskussion einsteigen darüber, was in diesem Projekt eigentlich noch gemacht werden soll. Weil wir irgendwie nicht wüssten, was wir tun sollen, sondern weil ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt dieses Projektes ist, dass wir wirklich mal versuchen wollen, Daten bereitzustellen, die von den Leuten, die nachher damit arbeiten müssen, besser genutzt werden können als das, was wir sonst häufig zur Verfügung stellen an Output aus regionalen Klimamodellen. Reglis.de trägt Simulationen zu dem Eurocordex-Projekt bei, das Sie ja gestern schon von der Frau Fischer-Bruns kurz vorgestellt bekommen haben. Das ist ein Projekt, was vom BMBF gefördert wird, und unser Fokus liegt auf Deutschland und den nach Deutschland entwässernden großen Flusseinzugsgebieten. Das heißt, mit den erwähnten dynamischen Modellen, die Sie hier unter den 5 regionalen Klimamodellen sehen, werden Simulationen für das gesamte Eurocordex-Gebiet, also ganz Europa, durchgeführt. Mit den statistischen Modellen, das sind 2 statistische Modelle, das sind WETREC und STARS, werden nur Simulationen durchgeführt, wo wir hinreichend Daten haben, und das ist dann eben nur Deutschland und in gewissen Grenzen, weil wir da nicht so viele Stationsdaten verfügbar haben, wirklich in den Flusseinzugsgebieten, die nach Deutschland entwässern. Wir konzentrieren uns auf 2 Szenarien, und zwar das RCP 2.6 und das RCP 8.5. Das hat den Hintergrund, dass die Initiative, das sollte ich vielleicht auch in diesem Kreis mal dazu sagen, die Initiative ursprünglich als Idee mal auf den Annaberger Klimatagen entstanden ist, nämlich von Herrn Wolf, der gedacht hat, müssten wir nicht eigentlich mal so eine Art IPCC-Assessment für Deutschland machen, und sollte man nicht mal so eine nationale Anstrengung initiieren aus der deutschen Klimaforschungs-, Klimamodellierungs-Community. Und er hat dann den Herrn Paul Becker vom DWD und die Frau Daniela Jakob vom CSC damals noch dazu gekriegt oder dazu begeistern können, daran mitzuarbeiten. Das war im Grunde so die Keimzelle, aus der das entstanden ist. So, und für die Politikberatung ist es wesentlich, dass man im Grunde die Grenzszenarien hat, sprich das 2-Grad-Szenario und das weiter so wie bisher-Szenario. Das sind die beiden, die wir hier ausgewählt haben und auf die wir unseren Fokus legen. Wir haben 5 globale Klimamodelle ausgewählt, die wir auswerten. Da zeige ich Ihnen gleich noch, welche das sind und wie wir die ausgewählt haben. 5 regionale Klimamodelle habe ich gerade schon erwähnt. Die Auflösung, mit der wir arbeiten, ist die 12 oder 12,5 Kilometer Auflösung. Und wenn wir die ganzen Sachen auswerten, das ist der Vorteil, wenn man sich irgendwie an ein großes internationales Forschungsprojekt anschließt. Wir können dann deren Daten eben auch mit auswerten und haben ein großes Ensemble, also mehr als nur die Läufe, die in unserem eigenen Projekt produziert werden. Eine Besonderheit ist, dass dieses Projekt nicht von der Forschung selber auf den Weg gebracht worden ist, sondern durch die Bundesländer initiiert wurde. Das heißt, in den Bund-Länder-Fachgesprächen, die sich 2-mal jährlich treffen, zu den Themen Interpretation regionaler Klimamodelldaten und Klimafolgen und Anpassung, wo Vertreter der Landesumweltämter und zum Teil der Ministerien drin sitzen und sich austauschen über die Probleme in der täglichen Arbeit und wie man denn jetzt mit den Modellergebnissen eigentlich umgeht, ist das eben aufgekommen mit den RCP-Szenarien, dass wir gesagt haben, wir brauchen Datengrundlagen, mit denen wir in der Politikkommunikation, aber auch für die Impact-Forschung sagen können, was ändert sich denn eigentlich im Vergleich zu den alten Szenarien? Müssen wir Abschätzungen neu machen? Liegen wir noch auf der sicheren Seite? Und wir wollten da vorbereitet sein, und aus dem Grund wurde dieses Projekt initiiert. Das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie hat die Leitung dieses Projektes, also eben auch nicht eine der Modelliergruppen, sondern ich, um das mal so zu sagen.
Ja, das hat Vor- und Nachteile, sage ich mal. Es gibt eine Projektbegleitgruppe, die eben auch dazu gedacht ist, dass die wissenschaftlichen Entwicklungen, ich sag mal, immer wieder angebunden werden an die praktischen Erfordernisse. Können sich was darunter vorstellen, wenn Sie möchten. Wir haben eben einen großen Fokus auf der Nutzereinbindung. Das heißt, wir sind jetzt in der Phase, wo Testnutzer bereits Vorabdaten ausprobieren können, testen können, wie gut kann man damit arbeiten, ist das tatsächlich besser als vorher oder was kann man da ändern. Und wir haben einen Zwischenworkshop, der dieses Jahr im Juni stattfinden wird, wo wir mit Ihnen diskutieren werden und was wir da diskutieren werden, sage ich Ihnen gleich noch. Die Fragestellungen, die wir im Projekt beantworten wollen, sind zuvorderst, das ist ja das, woraus es entstanden ist, wie liegen eigentlich die Ergebnisse für die RCP-Szenarien im Vergleich zu den Ergebnissen mit den alten Szenarien? Wir haben ja ganz viele Ergebnisse auch für die Wasserwirtschaft und für alle möglichen Impact-Forschungsbereiche mit dem SRS A1B gemacht. Und wie liegen die jetzt in dem neuen Szenario-Range? Dann die immer wieder wichtige Frage, gibt es eigentlich systematische Unterschiede zwischen den Ergebnissen aus den statistischen Modellen, die ja auch sehr viel benutzt werden, WETREC und STARS, und den Ergebnissen der dynamischen Modelle, die ja auch charakteristische, ganz systematische Unterschiede haben. Dann wurde von einem der Gutachter darum gebeten, dass wir noch ein paar Testsimulationen mit einer sehr hohen Auflösung von 1 Kilometer machen und mal testen, ob für insbesondere natürlich hydrologische Ereignisse in den großen Flusseinzugsgebieten, wir sprechen jetzt nicht von kleinen Flusseinzugsgebieten, sondern von so Dingern wie Elbe oder irgendwie sowas, nicht? Ob wir da mit der 12 Kilometer Auflösung eigentlich hinkommen, ob das für so ein großes Einzugsgebiet gut genug ist oder ob man auch für solche Einzugsgebiete wirklich nur dann vernünftige Ergebnisse kriegt, wenn man auf die ganz hohe und von daher auch ganz hoch rechenintensive Auflösung geht. Das wird aber nicht so stark sein, weil wir da nicht kein Geld für gekriegt haben. Dann wollen wir untersuchen, wie groß muss eigentlich ein Ensemble sein, damit es stabil ist, gegen eine zufällige Herausnahme oder Hinzufügung eines anderen Modells. Also die ganze Fragestellung, man soll ja mit Ensembles arbeiten, aber wie viele muss ich denn nun mindestens nehmen? Wie groß muss das sein? Und wo ist das mit Kanonen auf Spatzen geschossen vielleicht auch? Und das Letzte ist, wie müssen eigentlich solche Ensemble-Ergebnisse nachher aufbereitet werden, damit Sie in der Impact-Forschung damit vernünftig arbeiten können. Weil im Moment ist es ja so, irgendwie die Daten werden bereitgestellt und entweder man kann damit arbeiten oder man hat halt Pech. Da muss man sehen, wo man bleibt. Und sind wir der Meinung, dass man das in diesem Projekt mal zumindest anpacken sollte und mal versuchen sollte, ob wir nicht gemeinsam Lösungsstrategien entwickeln können. Und genau darauf will ich hinaus. Hier sehen Sie eine Simulationsmatrix, wo Sie oben in der Reihe sehen, welche regionalen Modelle verwendet werden und links an der Kante hier die globalen Modelle sehen. Und alles, was hier lila eingefärbt ist, das sind Simulationen, die in dem Projekt Reclis.de durchgeführt werden. Und die anderen, diese blauen, die werden in dem Eurocodex-Projekt durchgeführt. Das heißt, das ergänzt sich. Und wir haben halt versucht, diese Kiste hier irgendwie mal möglichst voll zu machen, damit man das gut miteinander vergleichen kann. Sie sehen schon, wir haben nur einen Lauf mit dem MPI ECAM-6-Modell, was heute ja auch schon mal aufgetaucht ist, für das RCP-2.6. Alle anderen sind für das RCP-8.5. Also dieses ist im Grunde unsere Referenz und wir haben für das gleiche Modell dann auch das 8.5-Szenario verwendet, damit man wenigstens für das eine Modell wirklich diese beiden Szenarien gut miteinander vergleichen kann. Und dann hat man im Grunde so eine Aufsplittung, dass man auf der einen Seite die Bandbreite der globalen Modelle hat und auf der anderen Achse, sage ich mal, den Unterschied zwischen den beiden Szenarien, weil wir können auch nicht unendlich viele Simulationen machen und das ist vielleicht auch gar nicht nötig.
Jetzt zeige ich Ihnen, wie wir diese globalen Modelle ausgewählt haben. Da waren verschiedene Kriterien ausschlaggebend. Aber der Ansatzpunkt war, dass wir gesagt haben, wir wollen eigentlich versuchen, die Bandbreite der von den globalen Modellen abgebildeten Ergebnisse einigermaßen zu erhalten. Wir wollen also nicht alle irgendwie, die zeigen alle irgendwie die gleiche Klimasensitivität, gleiche Temperaturänderung, gleiche Niederschlagsänderung und die dann alle downscalen, sondern wir wollten schon unterschiedliche haben. Um das machen zu können, müssen die mindestens eine räumliche Auflösung von T63 haben. Wem das nicht sagt, irgendwie T63 ist eine Auflösung von 200 Kilometer oder so weit Gittermaschenweite ungefähr, ne? Die zeitliche Abdeckung muss also mindestens 1971 bis 2100 sein. Und das hat sich als tatsächlich eine ziemliche Fußangel herausgestellt, Vollständigkeit und Konsistenz der Daten. Da ist tatsächlich, sind zwei Modelle wieder rausgefallen aus der ursprünglichen Auswahl, weil sich herausgestellt hat, dass die Daten, die Vorlagen tatsächlich nicht als Antriebsdaten für alle unsere Modelle möglich waren zu nehmen. Diese Liste hier, die brauchen Sie nicht lesen, die brauchen Sie schon gar nicht merken. Ich zeige Ihnen die nur, damit Sie sehen, die ist da. Wenn Sie sich das nachher runterladen wollen und Sie wollen sich es wirklich im Detail angucken, dann haben Sie es hier. Ich muss das irgendwo draufpacken, sonst kriegen Sie es nachher nicht. Was ich Ihnen zeigen will, ist das hier. Ja? Wenn ich da jetzt die Liste drunter getan hätte, würden Sie die ganzen Dreiecke nicht mehr kennen. So, aber was Sie hier sehen, sind die Änderungssignale für, abgebildet sind alle globalen Klimamodellsimulationen, die für das CMIP-5, also den fünften IPCC-Report, durchgeführt worden sind. Und die Änderung von Temperatur, Temperatur hier aufgetragen, Niederschlag hier aufgetragen, für den Zeitraum 2069 bis 2098, fragen Sie mich nicht warum, also irgendwie hört das irgendwie offensichtlich am Ende, sind nicht alle bis ganz zum Ende gekommen oder sowas, und dann nimmt man den 30-Jahres-Zeitraum am Ende des Jahrhunderts im Vergleich zum Referenzzeitraum, und das ist eine Region, die Deutschland grob abdeckt. So, und was Sie jetzt hier sehen, ist das Änderungssignal im Winter. Das heißt, wir haben hier die Temperaturspannbreite für die Wintersignale nicht komplett abgedeckt. Also es gibt hier einige Modellsimulationen, die ein deutlich größeres Erwärmungssignal zeigen, die aber aus verschiedenen Gründen eben nicht in Frage kamen. Zum einen eben die technischen, die ich gerade schon erwähnt habe, aber zum Teil auch tatsächlich fachliche Fragen, wo wir gesagt haben, na, ist das wirklich noch plausibel? So. Und Sie sehen hier die Niederschlagsänderung und Sie sehen, dass im Grunde alle, bis auf dieses hier, eine Niederschlagszunahme für dieses Gebiet im Winter zeigen. Im Sommer sieht das ein bisschen anders aus. Im Sommer haben wir viele Modelle, die eine Niederschlagsabnahme zeigen, aber auch durchaus einige, die eine Niederschlagszunahme zeigen. Das heißt, wir haben gesagt, also wir wollen auch eins dabei haben, was im Sommer eine Niederschlagszunahme zeigt, damit wir nicht unsere Modelle verfälschen, also unsere Ergebnisse im Grunde verfälschen, weil wir nicht den ganzen Ereignisraum abdecken. Und aber hier auch eine ziemliche Spannbreite, die wir mit den ausgewählten Modellen abdecken in der Klimasensitivität, also in der Temperaturreaktion des Modells auf dieses Treibhausgas-Forcing. So, also das sind die, die wir ausgewählt haben, und die Idee war eben, ne, möglichst gut diesen Bereich abzudecken. Dann geht es natürlich um die Frage, Vergleich der verschiedenen Szenarien. Dieses hier ist eine Abbildung auch aus dem IPCC-Report, und was Sie hier sehen, also erstmal die Zeitlinie nur zur Orientierung, die geht bis 2300. Nicht, dass Sie denken, warum hören die gestrichelten Linien so früh auf. Die gehen bis 2100. Die SRES-Szenarien wurden eben bis 2100 entworfen. Hier sehen Sie das Radiative Forcing in Watt pro Quadratmeter, was da angewendet wird. Dieses ist das SRES A1B-Szenario.
für das wir eigentlich in Deutschland in der Klimafolgenforschung die meisten Ergebnisse produziert haben. Das ist von den meisten Leuten benutzt worden. Dieses ist das RCP 8.5, hier unten haben wir das 2.6. Dieses hier, also das hier sind die ganzen Treibhausgas-Forcings, die positiven Forcings, und hier haben wir negative Forcings, insbesondere durch Sulfat-Aerosole, und Sie sehen schon, die gestrichelten Linien liegen hier drunter. Man hatte also in den SRES-Szenarien sehr hohe negative Forcings durch eine hohe Annahme von Emissionen von Sulfat-Aerosolen. Das ist durch die Realität überholt worden. Die Filtertechnologien haben gezeigt, dass wir nicht so viel Sulfat-Aerosole emittieren. Und das heißt, wir haben jetzt eben bei den neuen Szenarien sehr viel geringere negative Werte durch diese Aerosole. So, also vergleichen werden wir jetzt gleich dieses hier mit dem und mit dem. Man muss dazu aber, werden Sie gleich sehen, Überraschung, hier haben wir es schon. Das sind jetzt natürlich auch zwei Generationen von globalen Klimamodellen. Und es sind nicht dieselben Klimamodelle, globalen Klimamodelle, die da drin stecken. Was sehen Sie hier? Sie sehen Delta T, also eine Temperaturänderung in Grad Kelvin, über die Jahre bis 2100 und überlagert. Das ist so eine Art, das heißt Schlauchplot. Und wir haben hier einen riesigen Bereich, der mit dieser dünn gepunkteten Linie abgedeckt wird, für das Szenario A1b. Wir haben diesen Bereich, der mit der gestrichelten Linie abgebildet wird. Das ist der Bereich der Eurocordex-Läufe in 11 Kilometer Auflösung für das RCP 8.5 hier. Und wir haben diesen Bereich mit der durchgezogenen Linie abgegrenzt für die Eurocordex-Läufe vom RCP 4.5. Also ich habe leider noch keine Abbildungen für die Reklis-Läufe, wo das 2.6 drin ist, weil die 2.6-Läufe, da gibt es noch gar nicht so viele von, oder die sind zumindest noch nicht online gestellt, dass man die verarbeiten kann, und unsere sind zum Teil noch nicht fertig. So. Aber genau solche Sachen wollen wir mit Ihnen diskutieren oder wollen wir Ihnen auch bereitstellen als eine Unterstützung, als eine Entscheidungsunterstützung, Arbeitsunterstützung für Ihre Arbeit mit den Ergebnissen. Jetzt muss natürlich jeder stutzig werden. Ich sehe schon den Herrn Hessel ganz kritisch gucken, aber der Herr Hessel weiß es besser. Da liegt das A1b zum Teil über dem RCP 8.5. Und wir haben gerade im vorigen Bild ja gesehen, dass das Forcing im 8.5 größer ist als das Forcing im SRES A1b. Nicht? Das haben Sie noch im Kopf. Ja? So, woher kommt das jetzt? Naja, zum einen ist es eben so, dass die Modelle weiterentwickelt worden sind und zum Teil die Klimasensitivität, also die Änderung der Temperatur mit dem angenommenen Forcing in den weiterentwickelten Modellen offensichtlich ein bisschen geringer ausgefallen ist. Es ist aber auch so, dass in diesem A1b, da sind ja die 15 Ensembles, also die regionalen Klimasimulationen aus dem Projekt Ensembles drin, und das sind nicht dieselben Modelle. Ja? Das heißt, wir haben hier zum Teil eben auch wirklich eine große Spannbreite auch durch Ausreißermodelle. Also es gibt hier zwei Modelle drin in dem Ensemble, globalen Modelle, die eine ganz geringe Klimasensitivität haben, und es gab da auch einen ziemlichen Ausreißer nach oben. Das ist also nicht 100% vergleichbar, aber für eine Orientierung, wenn Sie RCP 8.5 Ergebnisse sehen und Sie wundern sich, warum die nicht höher sind als A1b, das gehört zur Erklärung dazu. Okay? So, wie gesagt, Reklis, yet to come. Ich erzähle Ihnen nichts Neues, wenn ich Ihnen sage, dass alle Modelldaten irgendwelche Schwächen und Fehler haben. Also ich sage immer irgendwie, wenn irgendjemand behauptet, sein Modell hätte keine Fehler, ist er entweder ein Stümper oder ein Lügner. So, also was macht man dann damit? Nicht? Wie lassen sich diese Daten nachbearbeiten, aufbereiten, nutzen, verwerten, sodass Sie damit mehr anfangen können? Und da gibt es, also ich werfe jetzt einfach mal ein paar Thesen in den Raum, die dürfen Sie dann gerne gleich zerreißen und bessere Vorschläge machen. Vor allen Dingen bin ich scharf auf bessere Vorschläge, weil Sie wissen besser, was Sie brauchen als ich. Ich reg einfach nur mal Ideen an. Könnte man zum Beispiel Flächenmittel, zum Beispiel entweder über Einzugsgebiete, hydrologische, oder zum Beispiel über Naturräume bilden, und käme man damit eventuell weiter als mit den gegitterten Daten und ihren Auflösungen?
Kann man bestimmte Arten von zeitlichen Mittelwerten vielleicht doch nutzbringender anwenden, als man das bisher immer gedacht hat? Kann man da noch was rausholen? Statistiken über Extremwerte. Sie sind es aus der Vergangenheit gewöhnt, mit Zeitreihen zu arbeiten. Da sind Ihre Extremereignisse mit einem präzisen Ort und mit einem präzisen Eintrittszeitpunkt drin. Vergessen Sie das für die Zukunftssimulationen. Ja? Das Einzige, was wir Ihnen bieten können, sind Statistiken darüber. Eventuell räumlich, vielleicht zeitlich, vielleicht in Auftrittshäufungen, ja, treten die Ereignisse. Sagen wir mal, Sie haben 3 starke Winterstürme in 10 Jahren. Jetzt macht das einen ziemlichen Unterschied für die Waldwirtschaft, ob diese 3 starken Stürme alle in einem Jahr aufgetreten sind und dann 9 Jahre nichts. Oder ob die in 3 Jahren hintereinander aufgetreten sind und dann 7 Jahre nichts. Oder ob alle 3 Jahre ein starker Sturm stattfindet. Und ich glaube, das sind eher Arten von Informationen, die wir vielleicht aus den Klimamodellen rausholen können, auch wenn wir Ihnen nicht irgendwie mit Tageswerten das tatsächlich irgendwie liefern können. Und darüber will ich mit Ihnen ins Gespräch kommen, was Sie gebrauchen können, was wir liefern können. Bias-Adjustierung ist aber auch ein schönes Thema, was ich heute nicht vertiefen werde. Damit macht man ein Fass auf, das schaffe ich nicht in einer halben Stunde. Stell hier mal die Naturräume in Hessen vor und zwar nicht im Detail, sondern nur hier diese Grobklassifizierung. Alles, was mit 2 anfängt, sind hier die, Moment, wo haben wir die Zweier? Die rosanen Zweier, hier Rhein-Main-Tiefland. Nicht? Und kann ich vielleicht, selbst wenn ich hier im Rheingau jetzt keine Gitterbox habe, die irgendwie den Rheingau tatsächlich repräsentiert, kann ich doch vielleicht eine Gitterbox nehmen, die hier liegt und sagen, okay, die ist der gleiche Naturraum und ich übertrage das jetzt hier hin. Ja? Kann ich vielleicht, wenn ich hier den Taunus habe, eventuell sogar aus einem anderen Naturraum übertragen, kann ich vielleicht irgendwie den Taunus zusammen mit irgendwie hier der Rhön, dem Odenwald und dem osthessischen Bergland zusammentun. Dann habe ich nämlich schon Gittermaschen, also die ich als Klimaforscher auswerten kann und aber vielleicht eine räumliche Auflösung der Information, die daraus kommt, mit der Sie vielleicht mehr anfangen können als mit unseren albernen Gittermaschen. Das einfach mal so als Frage in den Raum geworfen. Ich sage Ihnen wahrscheinlich auch nichts Neues, wenn ich Ihnen sage, dass Tageswerte aus den Klimamodellen und vor allen Dingen Subtageswerte, Tagesgänge, schwer nutzbar sind und teilweise, naja Gott, einfach auch schlimme Fehler haben. Was macht man damit? Kann man vielleicht doch damit arbeiten, dass man zeitlich doch aggregiert auf saisonale Werte, indem man aber eben nicht sagt, ich habe jetzt im Mittel eine Niederschlagszunahme, sondern ich habe so und so häufig einen Winter mit überdurchschnittlichem Niederschlag oder unterdurchschnittlichem Niederschlag, auf den ein Frühjahr mit ebenfalls unterdurchschnittlichem Niederschlag folgt. Das ist nämlich, glaube ich, eine Art von Information, die Ihnen vielleicht viel mehr nützt, wenn die blöden Tagesdaten irgendwie nicht gut genug sind. Nicht? Und damit, das wäre dann was, ich kann Ihnen auch nicht sagen, irgendwie, wie wir das dann hinkriegen. Die Klimaforschung will ja auch noch was zu tun haben. Nicht? Also das haben wir noch nicht alles gelöst. Aber die Frage ist, woran sollten wir mal arbeiten, damit Sie das nachher besser nutzen können? So, Eintrittsfrequenz von Ereignissen. Das Beispiel habe ich gerade genannt, das ist einer meiner Lieblingsbeispiele, weil ich das verstehe. Das nächste Beispiel zeige ich Ihnen mal, nämlich synthetische Zeitreihen. Das zeige ich Ihnen gleich noch im Detail und erkläre Ihnen daran, was ich eigentlich sagen will. Hier ist für 10 verschiedene Modelle für den Bereich Deutschland, RCP 8.5, aufgetragen die Niederschlagsänderung in den verschiedenen Modellen über das ganze Jahrhundert. Und naja, Sie sehen da hier irgendwie so ein paar, machen da so interessante Sachen. Und kann man irgendwie ziemlich viel, wenn Sie da irgendeinen Lauf draus nehmen, ja, dann sehen Sie sofort, dass Sie damit die Bandbreite des Ensembles ganz sicher nicht abgedeckt haben. Das ist total klar. Also entweder Sie nehmen mehrere und dann haben Sie echt viel Spaß darin, das auszuwählen, welche Sie dann nehmen. Viel Spaß. Muss man auch dran arbeiten? Schauen wir nochmal. Ich zeige Ihnen jetzt, was ich mit synthetischen Zeitreihen meine. Wie wäre das denn, wenn wir sagen würden, wir erstellen mal eine Zeitreihe, in der alle positiven Extreme im Sommerniederschlag drin sind?
Und wir nehmen gar nicht ein Modell, was weiß ich, die blaue Linie oder sowas, ja, sondern wir sammeln einfach überall die Maxima zusammen. Ja, das ist dann natürlich keine physikalisch konsistente Zeitreihe mehr. Aber sie ist ein Stresstest für Ihr Impact-System, nämlich das ist der Worst Case, das sind alle Extreme zusammengenommen. Kann sein, dass Sie sagen, das ist völlig nutzlos, ja, weil es unrealistisch ist. Kann aber auch sein, dass Sie sagen, okay, das ist wirklich der Worst Case-Test. Ja. Was macht mein Impact-System, wenn so viele Extreme aufkommen. Man kann das Ganze natürlich auch auf der anderen Seite machen und sich fragen, was passiert mit den negativen Extremen, also mit den Minimumwerten. Ja? Könnte man das zusammensammeln oder wählt man jetzt irgendwie einen bestimmten Lauf aus oder so? Einfach nur als Idee mit der Bitte um Verriss. was ich möchte, ist mit Ihnen in die Diskussion kommen, gerne hier anfangen, gerne auf unserem Workshop weiterführen. Ich habe vorne noch Flyer ausgelegt. Wir machen den Workshop im Juni in Potsdam. Und wir freuen uns, wenn Nutzer kommen und mit uns solche Fragen diskutieren. Ich muss Sie aber vorwarnen, das ist tatsächlich ein Workshop. Also Sie sollen da arbeiten. Und wir werden Sie auch nicht einfach nur mit Vorträgen berieseln. Ja, wir stellen das, was wir bisher im Projekt gemacht haben und was wir planen zu machen, das stellen wir Ihnen vor, aber auch nur auf Postern. Sie müssen da schon hingehen, ja, und mit uns diskutieren. Tut mir leid, ist so. Und Sie sollen danach dann wirklich auch in Arbeitsgruppen gehen, wo wir Ihnen 1 bis 2 Modellierer zum Fraß vorwerfen. Ich sage es jetzt ein bisschen sehr lapsig. Modellierer der Diskussion sich stellen und mit Ihnen diskutieren wollen, was können wir denn eigentlich machen? Und ich möchte endlich mal darüber hinauskommen, über diesen Austausch von Statements, ja, dass die eine Seite sagt, wir brauchen aber dieses und die andere Seite sagt, wir können aber nur jenes liefern. Sondern ich möchte mal, dass wir irgendwie vielleicht wirklich zusammenkommen und wirklich versuchen, von beiden Seiten her uns aufeinander zuzubewegen und herauszufinden, wie man das, was wir an Wissen, an Daten, an Informationen aus der Klimamodellierung bereits haben. Und das ist eine ganze Menge, auch was wir wissen. Die ganze Unsicherheitsdiskussion ist auch wichtig. Wir wissen auch vieles noch nicht, aber wir wissen auch verdammt viel. Wie machen wir das eigentlich besser nutzbar für Sie in der Anwendung? Und damit schließe ich auch schon. Hier sind jetzt nochmal die ganzen Partner, die am Projekt beteiligt sind. Und würde mich freuen, wenn Sie mit mir in die Diskussion einsteigen und lade Sie herzlich zu unserem Workshop ein. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Müller, für den engagierten Vortrag, auch für die ganz wichtige Einladung, Nutzer und Produzenten von Daten zusammenzubringen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist ja in vielen Modellen immer groß von weggestanden, nicht immer so hundertprozentig eingelöst worden. Wir haben es, glaube ich, uns alle bemüht. Ich glaube, Sie sind da schon wieder ein Stück weiter. Und so ist es immer beruhigend. Man muss ja weitergehen, nicht? Wäre ja sonst auch blöd. Und ich habe gedacht, die Annaberger Klimatage sind das Forum, wo genau dieser Aufruf an der richtigen Stelle ist. Vielleicht ist er schon angekommen. Fragen? Ich hoffe es. Bitte. Ich habe mehrere Fragen, stelle aber zunächst nur eine. Wir haben ja noch die Pause. Auswahl der allgemeinen gekoppelten Zirkulationsmodelle, die Sie genommen haben, war ohne Bezug zur Güte der Modelle bei dem Nachvollzug des Klimas im 20. Jahrhundert. Und es gibt ja Untersuchungen unserer amerikanischen Kollegen vor allem, die gezeigt haben, was ist der Schrott und was ist besonders gut. Und warum haben Sie nicht so ausgewählt? Das ist da eingeflossen, das habe ich nicht gezeigt. Mhm. Aber also es sind mehrere Aspekte eingeflossen. Wir haben natürlich irgendwie vorrangig die Modelle ausgewählt, von denen wir selber auch die Erfahrung haben, dass sie das europäische Klima vergleichsweise gut abbilden. Mhm. Haben dann die üblichen Verdächtigen genommen, wie das so ist, irgendwie für die bereits Routinen vorliegen, wie man das in die Regionalmodelle reinkriegt. Und haben uns aber eben auch gesagt, wir wollen mindestens 1 oder 2 nicht
die üblichen verdächtigen Modelle nehmen, sondern eben auch außereuropäische globalen Modelle mal verwenden, die einen anderen Bereich abbilden. Und die Diskussion des Bias, den Sie ja angesprochen haben, ja, die müssen wir führen. Also, aber ich halte es für, also das war so die schrittweise Auswahlstrategie, die wir gemacht haben. Also es war schon mit drin, aber... Darf ich die zweite Frage stellen? Natürlich. Es gibt jetzt bereits die Modellierer in der nächsten Stufe, in CMIP 6. Und da wird es keine Szenarien mehr geben. Die Gruppe hat sich geeinigt, dass sie weggehen von Szenarien, die irgendetwas mit IPCC zu tun haben. Und dass jede Gruppe von sich aus sagen kann, was sie jetzt anbieten wird. Und es wird ein ziemliches Durcheinander von Modellen geben, aber die den ganzen Raum besser ausfüllen als die bisherigen Modelle. Wenn Sie jetzt noch 2 Jahre arbeiten, dann haben Sie schon wieder nur olle Kamellen. Die Fragestellung ist für mich, wie lange darf man nachhinken bei der Impact-Forschung gegenüber den neuesten Modellergebnissen? Das wird eine Fragestellung sein, die in 2 Jahren mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit schon wieder hochkommt. Ich weiß von Björn Stevens an unserem Institut, der sehr engagiert ist bei diesen CMIP-6-Aktivitäten und einer der Leithammel dort ist, der gesagt hat, das wird eine Revolution werden, verglichen mit den Szenarien. Denn ich habe damals immer gesagt, schon ihm gegenüber seit Jahren, das 8,5-Szenario, das bei Ihnen überdurchschnittlich häufig vorkommt, ist ein Horrorszenario, das gar nicht eintreten kann. Und jetzt, warum haben Sie so viel 8,5, nur weil das Signal so groß ist? Nein, ich kann Ihnen, also ich kann das beantworten. Erstens, natürlich ist wissenschaftlich, muss man immer ganz vorne dabei sein. In der Politikberatung kommt jetzt gerade an, dass es die RCP-Szenarien gibt und wir wollen versuchen, einigermaßen vorbereitet zu sein, wenn unsere Politiker uns fragen, was soll ich denn damit jetzt machen? Zweitens, die Impact-Forschung versucht schon seit Jahren, die Klimaforschung dazu zu kriegen, dass sie irgendwann mal ihre Modelle einfrieren und nicht ewig Neues produzieren, damit die Impact-Forschung auch mal nachkommt. Das geht natürlich nicht, weil die Klimaforschung natürlich auch weiter forschen will. Das heißt, das wird auf ewig ein Thema bleiben. Wir sehen uns als in diesem Projekt der Politikberatung und der Impact-Forschung insofern verpflichtet, dass wir denen etwas liefern wollen, und zwar eben nicht nur Modellergebnisse, sondern Interpretationshilfen, Aufbereitung davon und so weiter. Wie arbeite ich mit den Ergebnissen? Wie ordne ich die ein? Wie mache ich meine alten Ergebnisse nutzbar, indem ich sie in Relation zu den neuen Ergebnissen stelle? Das ist das Ziel in diesem Projekt. Und der Grund, weswegen wir die beiden RCP-Szenarien 8.5 und 2.6 ausgewählt haben, ist 8.5 ist derzeit das Szenario, auf dem unser aktueller Emissionspfad liegt. Nicht und, mehr seit 2013. Ich kann Ihnen ganz konkret von meinem Präsidenten sagen, dass er sagt irgendwie, das ist der Pfad, auf dem wir sind, das ist das weiter so wie bisher. Und wenn man in der Politik diskutieren will, wie viel Geld muss ich in Klimaschutz stecken oder wie viel Schaden kann ich damit eigentlich vermeiden, dann muss man genau diese Bandbreite aufspannen zwischen dem Worst-Case-Szenario, was wir tatsächlich energischst hoffen zu vermeiden, und dem Best-Case-Szenario, was aber das hatten Sie ja auch in Ihrem Vortrag gesagt, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir das einhalten können. So, aber das ist im Grunde die Spannbreite, in der sich die Politik bewegt. Und das ist das, worüber wir eigentlich reden müssen. Und das ist der Grund, weswegen wir diese Szenarien ausgewählt haben.
Und der Vorteil von Szenarien ist, dass man tatsächlich Sachen auch vergleichbar hat miteinander. Wenn jeder simuliert, was er will, dann, Sie haben es gerade gesagt, kriegt man so eine Art Zoo. Und auch das hat Vor- und Nachteile. Aber Sie haben dann ja keine Korrelation mehr. Sie kriegen keine Informationen mehr über die Stärke des Forcings oder den Pfad des Forcings oder die unterschiedlichen Anteile am Forcing und dem Modell, den Modelleigenheiten. Jedes Modell hat eine unterschiedliche Klimasensitivität, unterschiedliche Wolkenparametrisierungen, die zu unterschiedlichen Niederschlagsmustern führen und so weiter. Und die Systematisierung, die in den Model Intercomparison Projects gemacht wurde mit den Szenarien, hatte ja genau den Vorteil, dass man auseinanderdividieren konnte, was kommt vom Forcing und was kommt von den unterschiedlichen Modellen. Und dieses, was von den unterschiedlichen Modellen kommt, das ist genau das, wo wir sagen, naja gut, das ist die Bandbreite, wo wir es nicht wissen. Und das, was vom Forcing kommt, ist ja das, was wir beeinflussen können durch die Politik, die wir weitermachen. Das. Aber da kann man auch prächtig darüber diskutieren, sage ich mal. Weitere Fragen? Bitte, Johannes Franke. Ich habe keine Frage, sondern ich will zu dem Workshop kommen, wo ich... Ja. Das ist ja schon ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr bekannt, dass es den geben wird. Ich finde das erstmal klasse, wie er designt ist. Das finde ich sehr gut. Und was bringe ich damit? Ich bin auch schon angemeldet. Und zwar haben wir im September vorigen Jahres, haben wir bei uns im Fachbereich, also im Geschäftsbereich des SMUL, haben wir letztendlich angelegt, genauso einen Workshop mal gemacht und haben die ganzen Impact-Leute mal gefragt, die mit Projektionen gearbeitet haben. Also Visier auf, nicht den Rücken streicheln, um was geht's denn, was sind eure Erfahrungen und so weiter und so fort. Das, sagen wir mal, so diesen Erfahrungsaustausch werde ich dorthin mitbringen. Super, das ist genau das, was wir haben wollen. Deswegen wollte ich sagen, ja, und, super also ich hoffe, dass noch mehr kommen und ihre eigenen Erfahrungen, vielleicht einfach auch gute Erfahrungen mal mitbringen, wo sie gesagt haben, das und das habe ich ausprobiert, das hat geklappt. Es muss ja auch nicht jeder das Rad neu erfinden, nicht? Noch eine Anmerkung. Also wir sind da auch sehr, sehr dankbar, dass das dazu kam, zu dem Workshop, und dass wir auch also so uns nicht nur die Schultern geklopft haben, ne? Weil nur so kommt man einen Schritt weiter, und das ist kein Selbstläufer, dass sowas mal funktionieren kann. Ne? Das ist auch Ausdruck von einem guten Miteinander, also fachübergreifend. Das ist sehr, sehr gut, muss ich sagen, muss ich mal die Sache loben. Vielen Dank. Also, Flyer liegen hier vorne auf dem Tisch aus, nehmen Sie sich's mit. Da ist die Webseite drauf angegeben und da steht dann auch.